So. Also, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Philipp Scheck und im Namen des GEFMA begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar Flächenräume Kennzahlen mit der wunderbaren Professor Dr. Regina Zeitner. Bevor Frau Zeitner gleich startet, habe ich noch einige kurze technische Hinweise. Ich hatte es eben gerade auch schon gesagt, dass es Probleme geben kann, wenn man sich mit Internet Explorer oder Edge einloggt. Wir empfehlen da Chrome oder Firefox. Deshalb habe ich nochmal in den Chat die Telefoneinwahl geschrieben. Wenn Sie die Unterlagen für das Webinar schon runterladen wollen, die sind oben rechts im Eventboard. Da können Sie direkt drauf zugreifen. Und ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach in den Chat reingeben. Da reagiere ich auch drauf. Und jetzt würde ich sagen, Frau Dr. Zeitner, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank für die sehr, sehr freundliche Vorstellung, Herr Schiebeck. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Regina Zeitner. Ich bin Professorin an der HTW im Studiengang Facility Management und Gründungsmitglied und Partnerin der Forschungsplattform Kompetenzzentrum Prozessmanagement Real Estate. Ich freue mich sehr, dass doch sehr viele Interessenten hier sind und das nach gefühlten 10.000 Webinaren in diesem Jahr. Und auch noch 2 Wochen vor Weihnachten. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie sie gerne in den Chat, beziehungsweise werde ich Sie nicht eine Stunde lang volltexten, sondern wir haben danach auf jeden Fall noch Zeit, auf Ihre Fragen einzugehen. Sollte es aber auch was ganz Wichtiges sein, können wir sicherlich während des Vortrags drauf eingehen. Ja, Flächen. Mit diesen 3 Headlines wurde der Vortrag angekündigt und ich wünsche mir, dass Sie die eine oder andere Information mitnehmen, die Ihnen vielleicht neu ist und wir uns eben nach meinem Input auch darüber austauschen können, wie Sie die Entwicklung einschätzen. Wir starten mit einem nationalen und internationalen Überblick über Flächenermittlungsarten und ich stelle Ihnen darüber hinaus ganz kurz ein sehr interessantes Forschungsprojekt vor, in dem es unter anderem darum geht, ob man eine Flächenermittlungsart in eine andere umwandeln kann. Die Frage, ob mit Kennzahlen alles besser wird, kann ich Ihnen schon direkt beantworten. Und das ist bei der Expertise, die sich hier versammelt hat, sicherlich kein Spoiler. Nein, mit Kennzahlen wird nicht alles besser, aber sie sind auf jeden Fall nützlich. Und wie sieht es nach Corona aus? Können wir wirklich Flächen einsparen, wenn die Menschen mehr von zu Hause aus arbeiten? Das kam gestern sogar in den Tagesthemen dran. Schauen wir mal, dazu später mehr. Ja, Flächen sind für mich, warum auch immer, es gibt Kollegen, die wundern sich, wahnsinnig interessant, weil für mich die Fläche die Basis aller immobilienwirtschaftlicher Vorgänge ist. Im Juni 2016 habe ich mit meinen Kollegen Günther Neumann und Michael Marchionini, die Sie sicherlich, die meisten von Ihnen auch kennen, die GEFMA 130 Grundlagen Flächenmanagement verfasst, die aufgrund der Tatsache, dass wir vergessen hatten, sie aus dem Entwurfsstadium zu nehmen, erst dieses Jahr eine ordentliche Richtlinie wurde. Da ich seit bald 20 Jahren Flächenmanagement lehre und als ehemalige Architektin auch weiß, wie komplex die Materie ist, war es naheliegend, mit dem gleichen Team und dankenswerterweise mit der Unterstützung der GEFMA ein Buch zu schreiben, das alle Themen der GEFMA 130 und noch etwas mehr aufgreift und die konkreten Anwendungen darüber hinaus auch visualisiert, was uns dank der tollen Grafiken von Heike Irmscher, die Sie hier rechts sehen können, wie ich finde, auch gelungen ist. Und jetzt ist auch der Werbeblock zu Ende. Ja, welche Flächenermittlungsarten gibt es in Deutschland? Hier sehen Sie einen Überblick, grob geordnet nach dem Einsatz. Starten wir mit der Baunutzungsverordnung. Ich habe den Eindruck, dass die Baunutzungsverordnung häufig gar nicht als Flächenermittlungsart wahrgenommen wird. Aber wenn man ein Grundstück hat, oder kaufen will, auf das man bauen möchte, dann ist die Höhe der Grundflächenzahl und der Geschossflächenzahl entscheidend. Wie viel Quadratmeter des Grundstücks darf ich bebauen? Wie viel Geschossfläche kann ich darauf realisieren? Wenn ich das weiß und beginne, das Gebäude zu planen, dann ist der entscheidende Punkt für Investoren und Bauherren, was kostet das Gebäude denn?
Die in der DIN 277 definierten Flächen- und Rauminhalte bilden die Basis für die Ermittlung der Kosten nach DIN 276 und ermöglichen damit die Bildung von Kostenkennwerten. Man kann also sagen, der eigentliche Zweck der DIN 277 ist es, Flächen einheitlich zu definieren, damit man die Kosten nach DIN 276 ermitteln kann. Herr Schiebeck? Oh, ich glaube, das war gerade die Internetverbindung von der Frau Zeitner, die etwas schlapp gemacht hat. Kann man mich noch hören? Das legt sich gleich wieder. Wunderbar, sind wieder da. Oh, ja, wo war denn der letzte Punkt? Wo, ab wann war ich denn nicht mehr zu hören? Das war gerade vor einer Minute, war es kurz abgebrochen. Ah, wunderbar. Ja. Das ging dann also bei der DIN 277 denke ich, das sollte klar sein. Die ist eigentlich dazu da, dass man die Kosten ermittelt. Also die Verbindung von DIN 277 und DIN 276, die ist vorhanden und man kann beispielsweise über die Flächen der DIN 277, die BGF oder die Nutzungsfläche Kostenkernwerte nehmen, wie zum Beispiel der Quadratmeter BGF kostet 3.000 Euro. Seit diesem Monat, für die es noch nicht wissen, steht der Entwurf der Überarbeitung der DIN 277 zur Verfügung. Einsprüche können bis Ende Januar nächsten Jahres geltend gemacht werden. Kommen wir zur dritten Flächenermittlungsart. Die aktuell geltende Wohnflächenverordnung stammt von 2003 und besteht aus überschaubaren 5 Paragraphen. Sie ist verbindlich, wenn die Wohnfläche nach dem Wohnraumförderungsgesetz berechnet wird. Sie kann aber auch im freifinanzierten Wohnungsbau zur Flächenermittlung dienen, sofern die Mietvertragsparteien beispielsweise nicht ausdrücklich eine andere Berechnungsmethode vereinbart haben. Die größten Schwachpunkte der Flächenermittlung nach Wohnflächenverordnung sind, dass sie Flächen mit Bewertung vermischen. Also beispielsweise, es werden nur 25% der Fläche eines Balkons angerechnet oder nur 50% der Fläche zwischen 1 und 2 Meter Höhe. Was das bedeutet, zeige ich Ihnen am folgenden Beispiel. Wir haben hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Dachschräge. Sehen Sie, ich hoffe, Sie sehen meinen Cursor hier an dieser Seite zwischen 1 und 2 Meter Höhe und einem Balkon hier. Die Flächenermittlung nach DIN 277 ergibt 55,74 Quadratmeter Nutzungsfläche. Die Flächenermittlung nach Wohnflächenverordnung bewertet die Fläche, und zwar einmal die Fläche zwischen 1 bis 2 Metern zu 50% und die Fläche von einem Balkon zu 25%. Das ergibt in der Summe bei dem gleichen Grundriss 50,25 Quadratmeter. Das sind 11% weniger. Wenn ich also als Investorin mit der Nutzungsfläche statt mit der Wohnfläche gerechnet habe, dann kann das durchaus schmerzhaft sein. Ja, die weiteren Flächenermittlungsarten. MFG. Hier ein bisschen was zur Geschichte. 1996 wurde von der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung, der GEF, die MFB, Büro, und MFH, Handel, veröffentlicht. Grund war, dass es eben keine spezifische Flächenermittlungsart für die gewerblichen Flächen gab. 2004 wurde das dann zusammengefasst als MFG. Ziel der Richtlinie ist es auch, eine transparente und nachvollziehbare Flächenermittlung zu schaffen, die langfristig ein Benchmarking ermöglicht. Basis der MFG ist die DIN 277, also die muss man auf jeden Fall können. Der entscheidende Vorteil bei der Anwendung der MFG für die Ermittlung von Mietflächen liegt darin, dass eine Veränderung des Zuschnitts der Mietfläche innerhalb eines Gebäudes keine Auswirkungen hat. Das bedeutet für den Vermieter, dass er, Vollvermietung vorausgesetzt, immer mit derselben Fläche, also mit derselben Rendite kalkulieren kann. Das ist natürlich praktisch. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass man bei der Anwendung
der MFG so viel Fläche wie nur irgend möglich aus einem Grundriss extrahieren kann. Das zeige ich Ihnen am folgenden Beispiel. Sie sehen hier die Etage eines Bürogebäudes und wir schauen uns hier nur den Bürobereich hier rot umrandet an, nicht die Erschließung hier oben. Nach DIN 277 haben wir, wenn wir die Nutzungsfläche und die Verkehrsfläche zusammenzählen, für diese Etage 182 Quadratmeter. Wenn wir die gleiche Fläche nach MFG ermitteln, erzielen wir rund 2,5% Fläche mehr. Das ist tatsächlich die Fläche der nicht tragenden Innenwände, die Sie hier sehen, die in der Summe so ins Gewicht fallen. Also 2,5% nur durch die Anwendung einer anderen Flächenermittlungsart, das rechnet sich durchaus. Die fünfte Flächenermittlungsart. Als ich zum ersten Mal von der MFW hörte, dachte ich, oh nee, brauchen wir wirklich eine weitere Flächenermittlungsart für Wohnen, wo wir doch schon die Wohnflächenverordnung haben. Aber je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr sehe ich auch die Schwachpunkte der Wohnflächenverordnung. Habe ich ja gerade schon gesagt, das große Problem ist, dass die Flächen eben auch bewertet werden. Darüber hinaus ist die Flächenermittlung nach Wohnflächenverordnung in Teilen auch echt unnötig kompliziert. Sie kennen vielleicht die größer als 13 cm Regel für bodentiefe Fenster oder bei Vormauerungen gibt es auch eine Regel, die sagt, größer als 0,1 Quadratmeter und höher als 1,50 Meter. Also das sind alle Regeln, wo man fragt, müssen die sein? Und ich habe mich mit einem Mitglied der Kompetenzgruppe der MFG unterhalten, Herrn Marc Rief, und der hat mir gesagt, dass Sie tatsächlich sehen, dass die MFW immer stärker nachgefragt wird und angenommen wird. Ja, weiterhin existiert noch die MFV, die Richtlinie zur Berechnung der Verkaufsfläche im Einzelhandel. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein, weil sie ein bisschen spezifisch ist. Wenn Sie jetzt dachten, das wäre es für Deutschland gewesen, muss ich Sie leider enttäuschen. Wir haben in der deutschen Übersetzung noch zwei weitere Flächenermittlungsarten, die hier mit etwas Abstand, wie Sie sehen, zeigen. Obwohl die DIN 15221-6 Flächenbemessung im Facility Management bereits seit Dezember 2011 existiert, ist sie insbesondere bei Architekten und Ingenieuren weitgehend unbekannt. Vermutlich deswegen, weil sie unter dem Oberbegriff Facility Management zu finden ist. Spätestens aber seit der Veröffentlichung der aktuellen DIN 277 müsste man sie kennen, weil in der DIN 277 mehrfach Bezug auf die 15221-6 genommen wird. Zu guter Letzt noch die IPMS, Bürogebäude. IPMS steht für International Property Measurement Standard. Ursache für die Entwicklung eines internationalen Standards, und der ist eben, der existiert auch in der deutschen Übersetzung, war, und jetzt kommt ein Zitat, Marktteilnehmer, die in einem hochpreisigen globalen Markt tätig waren, zeigten sich wegen der nicht vorhandenen globalen einheitlichen Ermittlungsgrundlagen und Messregeln besorgt. Na, diese Sorge ist jetzt genommen. Wir haben die IPMS-Bürogebäude und dass die Besorgnis auch gerechtfertigt ist, zeige ich Ihnen hier in der nächsten Folie. Vielleicht kennen Sie die schon. Was soll es zeigen? Wenn ein internationales Unternehmen mit einem Bedarf von 10.000 Quadratmeter Bürofläche ein Gebäude in Hongkong anmietet, das ist hier unten, wird es möglicherweise feststellen, dass aufgrund der dort geltenden Standards in Wirklichkeit nur 7.600 Quadratmeter effektive Büroarbeitsfläche zur Verfügung stehen. Und das ist wirklich ein Problem für viele international agierende Unternehmen. Wir hatten einmal ein Forschungsprojekt und die haben eben auch gesagt, es ist so schwierig, wenn ich sage, ich habe so und so viel. Entschuldigung, kann man mich nochmal verstehen oder es kam gerade hier eine Warnmeldung? Aber dann mache ich einfach mal weiter. Ich hoffe ansonsten,
schaltet sich Herr Schiebeck ein. Ja, nochmal zu Daimler. Und die hatten halt das Problem, wenn sie so und so viele Arbeitsplätze in Indien oder in Australien oder wo auch immer wollten, dass sie gar nicht mit ihrem Quadratmeteransatz losgehen konnten, weil die Quadratmeter, die man dort hatte, in Teilen ganz anders war. Ich sage Ihnen hier nochmal zwei weitere Beispiele. In Australien gibt es bestimmte Ecken, da rechnet man die Fläche eines Grundrisses ab der Mitte der Außenwand. Und in den USA gibt es Städte, da rechnet man die Fläche eines Geschosses einen Meter außerhalb der Außenwand, weil man sagt, man braucht diesen Platz für die natürliche Belichtung des Gebäudes. Ja, ich bin jetzt, oder ich habe das große Vergnügen, seit anderthalb Jahren Mitglied dieses Standard-Setting-Komitees der IPMS zu sein. Und ich kann Ihnen sagen, wir treffen uns letztes Jahr im Mai noch persönlich, jetzt nur noch per Online-Schaltung. Es ist unfassbar, wie schwierig es ist, auf einen Nenner zu kommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass man Quadratmeter so unterschiedlich interpretieren kann. Ja, so ist der aktuelle Standard. Ich gehe mal weiter. Der IPMS. Es gibt vier Standards, nur der erste davon, also IPMS for Office Buildings, ist ins Deutsche übersetzt worden. Aber für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die international arbeiten, wird vielleicht folgende Information interessant sein, falls Sie es nicht schon wissen. Diese vier Standards wird es nicht mehr lange geben. Denn wir waren fleißig, es wird einen und nicht vier neue Standards geben, der alles zusammenfasst und der heißt, hier oben steht es auch, All Building Asset Classes. Seit dem 1.12.2020 ist der neue Standard in der Konsultation. Sie können den aktuellen Standard hier, ich habe es extra nochmal hingemacht, hier auch downloaden und Verbesserungsvorschläge bis zum 1.3.2021 abgeben. Ja, was wäre es schön, wenn alle Nationen einen Flächenstandard hätten? Tatsächlich sind die Meinungen in unserem Gremium so, dass wir vielleicht in 15 bis 20 Jahren so weit sind, dass sich der IPMS-Standard als solches durchsetzt. Aber das wäre ja schon mal ein großer Fortschritt. Ja, was machen wir aber so lange? Wir können ja nicht nur warten. Natürlich ist die Wirtschaft daran interessiert, zu vergleichen. Und am schönsten, nachdem man sich in den Druck schieben könnte und zack, wissen wir, wie viel Quadratmeter das nach BOMA, nach IPMS, nach Wohnflächenverordnung oder MFG wäre. Dieser Frage sind wir in einem Forschungsprojekt nachgegangen, gemeinsam mit dem PropTech Building Minds. Das ist eine Zusammenfassung zwischen Schindler, Aufzüge und Microsoft. Der Name des Projekts war es, Sie sehen es hier, Vergleich internationaler Real Estate Flächenstandards und eine Bauteilbibliothek als Ansatz zur Vergleichbarkeit. Wie vermutet und wie Sie sicherlich auch denken, ist das Ganze unfassbar komplex und aufwendig und ich glaube auch wirklich fast nicht zu schaffen. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen kurz die Idee skizzieren, also fünf notwendige Voraussetzungen nennen, ohne die so eine Sache schon mal überhaupt nicht geht. Erstes war, die Fläche muss in einer nativen BIM-Datei erfasst werden. Sonst, und das hat sich auch bei der Untersuchung tatsächlich gezeigt, kommt es zu schmerzhaften Informationsverlusten. Als Basis der Flächenerfassung dient die IPMS, und nicht nur deswegen, weil ich da in dem Gremium mit drin sitze, sondern das haben die Studierenden auch tatsächlich rausgefunden, da sie die höchste Granularitätsstufe der untersuchten Flächenermittlungsarten hat. Und das reicht aber tatsächlich noch nicht aus, um eine Übersetzbarkeit in andere Flächenermittlungsarten zu gewährleisten, müssen Komponentenflächen der IPMS noch in weitere Teilbereiche unterteilt werden. Zum Beispiel Fensternischen sind da ein ganz, ganz diffiziler Punkt. Was ist noch notwendig? Die Entwicklung eines automatisierten Tools in Form eines Plugins zur Flächenübersetzung für die bekanntesten BIM-Softwareanbieter. Das ist auf jeden Fall auch erforderlich.
Die Grundlage dieses Plugins bildet eine Bauteilbibliothek, in der die Bezeichnung der einzelnen Flächen vordefiniert sind. Damit wird dann eine Übersetzung überhaupt möglich. So weiß das Tool, dass zum Beispiel eine Fläche, die als Stellplatz definiert ist, in der BOMA, der Parking Area, entspricht und in der IPMS, den sonstigen Flächen, H zugerechnet wird. Und Sie sehen hier, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie benenne ich auch meine Flächen, dass das zugeordnet werden kann? Wir haben hier am Beispiel des Stellplatzes verschiedene, ich glaube sieben Bezeichnungen sind es. Schreiben Sie es mit AE, mit Ä, wie soll das Programm erkennen? Und daher braucht es eine Bibliothek, in der man wirklich festlegt, das heißt das, beziehungsweise die es ermöglicht, unterschiedliche Begriffe dann praktisch wie in einem Trichter zu einem genau zu definieren. Ja, so könnten wir uns eine automatische Übersetzung von Flächen von einem Standard in den anderen Standard vorstellen. Sollte dieses Vorhaben irgendwann auch realisiert werden können, wie bereits gesagt, ich habe da so meine Zweifel, wird alles super transparent und man kann aus diesen vereinheitlichten Flächen natürlich auch Kennzahlen bilden. Und damit sind wir beim zweiten Schwerpunkt meines Vortrags, den Kennzahlen. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich mag Kennzahlen und ich mag Vergleiche, aber sind wir ehrlich, Kennzahlen bilden in der Regel die Quantität eines Gebäudes ab. Aber Qualität, davon kann, muss aber nicht die Rede sein. Dennoch sind Kennzahlen natürlich hilfreich und wichtig. Aber man muss die Hintergründe der Informationen kennen, um mit ihnen zu arbeiten. Ich starte mal mit einer Kennzahl, die mich momentan umtreibt, die durchschnittliche Wohnfläche pro Person in Deutschland. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person hat sich seit meiner Geburt, grob gesagt, verdoppelt. Das hat einerseits natürlich mit dem zunehmenden Wohlstand und Ansprüchen zu tun, aber wir schwimmen ja nicht alle in Wohnfläche. Es gibt zwei entscheidende Treiber, die man kennen muss, um diese Kennzahl zu verstehen. Das ist einmal die Zunahme der Einpersonenhaushalte. Ein Einpersonenhaushalt verbraucht mehr Fläche. Sieht man schon zum Beispiel an der Küche und am Bad. Wenn es nur von einer Person genutzt wird, fällt es natürlich viel mehr als ins Gewicht, als wenn drei oder vier Menschen diese Flächen nutzen. Und der zweite Treiber ist die Alterung der Gesellschaft, der sogenannte Remanenzeffekt, was nichts anderes bedeutet, als dass Menschen in ihren Wohnungen bleiben. Wenn sie die Wohnverhältnisse ihrer Eltern, ihrer Großeltern, ihrer Onkels und Tanten betrachten, die allermeisten Menschen bleiben in den Wohnungen, in denen sie auch mit ihren Kindern, ihrem Partner gewohnt haben. Das ist auf der einen Seite absolut verständlich. In Zeiten von Wohnungsmangel in den Großstädten und Klimawandel aber zu überdenken. Das heißt, wir brauchen eigentlich neue Ideen für neue Grundrisse, für eine andere Art des Zusammenlebens in einer dichter werdenden Stadt unter dem Schatten des Klimawandels. Aber bleiben wir bei den Flächenkennzahlen. Das kennen Sie vermutlich alle, BKI, Baukosteninformationsdienst der Deutschen Architektenkammer. Wenn wir im Flächenmanagement Kennzahlen verwenden, dann ist deren Basis in der Regel die DIN 277. Die, habe ich ja bereits gesagt, existiert in erster Linie dazu, die Baukosten zu ermitteln. Hier sehen Sie einen Auszug aus dem BKI, in dem Baukosten pro Bruttorauminhalt oder pro Quadratmeter BGF angegeben werden. Das ist eine entscheidende Information für Architekten und Investoren. Ein anderes Beispiel. Hier diese Kennzahlen, die ich Ihnen zeige, unterteilen die BGF. Einmal in einzelne Grundflächen, das finden Sie hier, und einmal in unterschiedlichen Kategorien. Diese Kennzahlen sind unter anderem interessant beim Ankauf oder Neubau von Immobilien. Hier kann man prüfen, ob beispielsweise der Anteil der Verkehrsfläche in der Immobilie im Vergleich zu anderen Immobilien zu hoch ist. Eine Aussage über die Qualität des Gebäudes
werden Sie hier aber nicht finden. Denn das Verhältnis der Nutzungsfläche Büroarbeit zu BGF kann hervorragend sein, aber in Wirklichkeit besteht der Grundriss aus einer Anreihung kleiner öder Arbeitszimmer. Hühnerstall will ja auch niemand. Und wenn ich mir diese Tabelle anschaue, erlaube ich mir noch eine ketzerische Frage, die wir vielleicht auch im Nachgang diskutieren können. Wenn die Flächen im Bereich Wohnen über die Wohnflächenverordnung ermittelt werden oder die MFW und sich im Gewerbe die MFG ja tatsächlich wirklich schon durchgesetzt hat, sind diese Flächenkennzahlen eigentlich wirklich relevant? Wäre es nicht viel wichtiger, das Verhältnis Wohnfläche zu BGF oder MFG zur BGF zu haben? Aber kommen wir nochmals zur Nutzungsfläche. Nochmal andere Zahlen. Hier einige Zahlen von Recotec. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Michael Marchionini heute mit dabei ist. Er wollte mal reinschauen. Er hat mir diese Zahlen gegeben. Und ich weiß, da wird es gleich einen Aufschrei geben, 6 Quadratmeter ist viel zu wenig. Das sind aber die Zahlen, mit denen er tatsächlich auch umgeht. Schauen wir sie uns mal an. In Deutschland geht man davon aus, dass man 6 bis 18 Quadratmeter Nutzfläche 2, also NUF 2 Nutzungsfläche pro Büroarbeitsplatz annehmen kann. Und man stellt fest, dass die niedrigeren Werte eher in der Industrie zu finden sind, die höheren Quadratmeterzahlen eher in den öffentlichen Verwaltungen. Das hat in Teilen auch damit zu tun, dass die öffentlichen Verwaltungen häufiger in alten Gebäuden tatsächlich auch da sind, aus der Jahrhundertwende oder sonst was, und die ganz andere Räumlichkeiten haben. Herr Marchionini hat mir Beispiele für Flächenkennzahlen gegeben. So geht er als Beispiel für einen Standardarbeitsplatz pro Mitarbeiter von 6 Quadratmetern NUF 2 aus, für den Teamleiter beispielsweise von 11 Quadratmetern, wenn er einen Einzelplatzanspruch hat, oder bei einem Abteilungsleiter können das bis zu 26 Quadratmeter sein. Wichtig ist, dass solche Flächenstandards, wenn man sie in einem Unternehmen festlegt, immer durch die Geschäftsführung und, das ist natürlich klar, mit der Personalvertretung abgesprochen und bestätigt werden sein sollten, damit es Klarheit gibt. Die Frage ist nur, brauchen wir diese Arbeitsplätze, diese Flächen in den Zeiten nach Corona noch? Ja, wenn wir schon bei Büroflächen sind, ist ja der Weg zum Homeoffice nicht weit. Und wir kommen zu unserem letzten Schwerpunkt. Corona macht es möglich, weniger Flächen durch mehr Homeoffice. Sehen wir uns die Meinung der Führungskräfte an, dann können wir ganz klar sagen, die Reduktion der Bürofläche ist gewünscht. Hier sind 4 Zahlen aus aktuellen Studien. Ich lese sie trotz alledem mal vor, auch wenn ich weiß, dass Sie lesen können. Wir planen unsere Büroflächen aufgrund des erhöhten Homeoffice-Angebots in Zukunft zu reduzieren. 37% der befragten Führungskräfte in der Studie von Deloitte gehen davon aus. KPMG, also es sind 3 Unternehmensberaterfirmen, die diese Studien gemacht haben. KPMG hat im August eine Studie veröffentlicht. Hier geben 69% der Befragten an, die Büroflächen verkleinern zu wollen. PwC sagt, 20% der Büroflächen sollen im Durchschnitt innerhalb der nächsten 3 Jahre abgebaut werden. Und Allianz-Chef Bäte sagt sogar, dass die Büroflächen auf längere Sicht um ein Drittel reduziert werden oder sich reduzieren ließen. Ein Drittel. Das heißt also, Mitarbeiter im Homeoffice soll bedeuten, weniger Platzverbrauch im Büro. Ob das stimmt, dazu kommen wir gleich. Zuerst einmal möchte ich Ihnen aber zeigen, wie verbreitet in Deutschland das Homeoffice vor Corona war. Und das ist eine Studie von German Property Partners, auch alles dieses Jahr natürlich veröffentlicht. Und die finde ich super interessant. Sie zeigt den Anteil des Homeoffice untergliedert in den einzelnen Staaten und einmal im europäischen Durchschnitt. Der europäische Durchschnitt, den sehen Sie hier in der blauen Linie, liegt bei 16,1%, also 0,8 Tage grob. In Deutschland
sind wir bei 0,63 Tagen. Ich habe es umgerechnet. Ich finde, das ist schon eine beeindruckende Grafik. Also wir stehen vor den Spaniern und den Italienern, aber ganz weit unter Schweden und den Niederlanden. Ich denke, die Zahlen werden sich verändern. Und zwar doch, also ziemlich, ziemlich steil. Corona hat uns in ein, wie man jetzt sagt, New Normal katapultiert, was in der nächsten Studie gut zu sehen ist. In der Studie von Eurocref wurden von August bis November 5.600 Mitarbeiter von Unternehmen, Industrie, Banken und Versicherungen befragt. Der Unterschied zwischen Homeoffice und mobilen Arbeiten wurde dadurch Rechnung getragen, das sehen Sie hier an diesen beiden Farben, an Grün und Orange, dass man einmal sagte, mobiles Arbeiten zu Hause ist grün und mobiles Arbeiten ist unterwegs. Ich erlaube mir für diesen Vortrag, das mobile Arbeiten zu Hause und dem Homeoffice gleichzusetzen, auch wenn ich weiß, dass beim Homeoffice die Arbeitsschutzstandards gelten. Beim mobilen Arbeiten ist das ein bisschen anders. Ja, gucken wir uns diese Studie nochmal genauer an. In Vor-Corona-Zeiten, wenn wir uns hier auch diesen Bereich anschauen, den grünen, dann entspricht das etwa der europäischen Studie, die wir gerade gesehen haben. Aktuell liegen wir bei 50% Homeoffice und die Prognose ist, dass von 38% mobilen Arbeiten von zu Hause ausgegangen würde. Das sind 1,9 Tage pro Woche. Ja, wie wird die Entwicklung zum Thema Homeoffice in anderen Studien eingeschätzt? Die von Eurocref genannten 1,9 Tage pro Woche, hier nochmal zu sehen, die entsprechen tatsächlich genau der Zahl, die wir mit unserem Forschungsinstitut rausbekommen haben. Die aktuelle Marktanalyse, die hat 410 Teilnehmer und wir haben nicht nur die Wirtschaft gefragt, sondern auch die Jugend, und zwar einmal die Jugend national, das sind Studierende aus immobilienwirtschaftlichen Studiengängen in Deutschland, und die Generation Z international, das sind Studierende übergreifende Fachrichtungen aus Afrika, USA, also weltweit. Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir 410 Teilnehmer in der Summe hatten. Wer unsere Fragebögen kennt, weiß, dass das eine Leistung ist. Gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Also wir kommen von Eurocref, das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, mit 1,9 Tagen und haben genau bei der Wirtschaft die gleiche Anzahl. Also die Teilnehmer aus der Wirtschaft wünschen sich 1,9 Tage Homeoffice pro Woche. Die Generation Z national 2,2 Tage und international sind sie sogar bei 2,4 Tagen Homeoffice pro Woche. Ich habe noch zwei weitere Studien aus dem Oktober 2020. So sagt die Studie von Stern und Schöner Wohnen, dass, oder spricht von einer regelrechten Homeoffice-Euphorie und sagt, dass sich die Befragten im Durchschnitt 2,9 Tage im Homeoffice zu arbeiten. Da muss man auch schauen, von wem diese Umfrage kommt. Die Hälfte der Teilnehmer kam aus der Büromöbelindustrie. Und da denke ich mir, dass die natürlich auch ein hohes Anliegen haben, auch für zu Hause entsprechendes Mobiliar zu verkaufen. Und hier nochmal etwas aus der PwC-Studie, von der ich vorhin schon mal was zitiert hatte. Da geben die Arbeitgeber oder gehen die Arbeitgeber von einem Anstieg der wöchentlichen Homeoffice-Zeit von 3,3 Tage pro Woche aus. Ja, ich glaube, der Ansatz ist zu hoch. Auch wenn Homeoffice unbestreitbar Vorteile hat, allein der gesparte Arbeitsweg, ist die Interaktion mit Kollegen für die Zufriedenheit der Mitarbeiter und vieles mehr, das brauche ich uns allen mitten in der zweiten Welle von Corona nicht erklären. Dieser Austausch ist unglaublich wichtig.
Die meisten Arbeitgeber gehen davon aus, dass sie Büroflächen einsparen, weil ihre Mitarbeiter im Homeoffice sitzen. Und auch das wird meiner Meinung nach nicht in diesem Ausmaß passieren. Und mein Dank geht an Michael Marchionini, der mir diesen Satz geliefert hat und das eigentlich meiner Meinung nach am besten zusammengefasst hat. Er sagte, das viel diskutierte Homeoffice hat nur dann Auswirkungen auf die Fläche pro Bürobeschäftigter, wenn in der Konsequenz Desk-Sharing-Modelle eingeführt werden. Das ist an sich total klar, aber trotzdem finde ich das wunderbar zusammengefasst. Denn werden die Mitarbeiter auf ihren eigenen Arbeitsplatz verzichten wollen, auch wenn sie 2 Tage zu Hause sitzen? Ich bezweifle das. Und auch die Jugend, wo man ja immer sagt, wow, die ist so flexibel und überall können sie arbeiten, der digitale Nomade, auch die Jugend will das nicht. Wir haben eine Marktanalyse 2017 durchgeführt mit dem Titel, was die Wirtschaft denkt und die Jugend will. Und hier zeige ich Ihnen die wichtigsten Ergebnisse. Sie sehen hier, ich möchte das gerne nochmal erklären, in dunkel grün die Wertung der Jugend und in hellgrün, wie die Wirtschaft denkt, das, was die Jugend will. Und gucken wir uns mal die 3 Fragen, die ich hier nochmal zusammengefasst habe, an. Die Frage war, mir ist ein klar zugewiesener persönlicher Arbeitsplatz extrem wichtig, auch wenn dieser in einem Großraumbüro liegt. Also ein klar zugewiesener persönlicher Arbeitsplatz, kein Desk-Sharing. Und da sagt die Jugend, hier Zustimmung 0,3. Und die Wirtschaft denkt, ach, die Jugend, die ist total locker, die sind ganz, die wollen Desk-Sharing. Also sie unterschätzen was um 10%. Noch offensichtlicher ist das täglich aus dem Haus gehen. Die Jugend will arbeiten und zu Hause Privates sein trennen. Hier verschätzt sich die Wirtschaft um 14%. Ja, und ich bevorzuge einen großen Coworking Space, damit man dort mit vielen anderen kreative Ideen verwirklichen kann. Auch hier finden sich Widersprüche. Also unter dem Begriff der Retraditionalisierung, die man tatsächlich der Jugend auch, den man der Jugend anheftet, zeigt sich ganz klar, das Bild, was man in den Medien sieht, entspricht nicht der Realität. Die Jugend möchte ihren eigenen Arbeitsplatz, die möchte eine Trennung von Arbeit und privatem Leben. Das ist das Stimmungsbild von 2017. Und hier möchte ich Ihnen das Stimmungsbild von 2020 wiedergeben von unserer aktuellen Studie. Also, wir haben rausbekommen, dass die Arbeitszeiten, wenn die Arbeitszeiten zu Hause steigen, führt das nicht automatisch zu einer Reduktion der Büroflächen, weil die Leute nicht auf ihren Arbeitsplatz verzichten wollen. Im Büro ergibt sich sogar ein Mehrbedarf an Flächen, möglicherweise, wenn die noch nicht vorhanden sind, Raum für Interaktion, Kreativität und soziale Kontakte. Denn genau das fehlt im Homeoffice. Wenn ich dann ins Büro gehe, will ich ja nicht wieder in meinem kleinen Räumchen kabuff hocken und da arbeiten, sondern da will ich ja meine Kollegen treffen, da will ich mich austauschen, da will ich über meine Projekte sprechen. Dann steigen die Erwartungen an einem persönlichen Arbeitsplatz. Die Akzeptanz von so Funktionsarbeitsplätzen mit Rollcontainern sinkt, unter anderem auch, seit das Thema der Ansteckung ja eine Rolle spielt. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, es muss natürlich überhaupt die Möglichkeit da sein, digital zu arbeiten. Ich kann nicht nur einen Rollcontainer-Arbeitsplatz haben, wenn ich noch ganz viele Akten habe, weil die alle noch nicht in der Cloud liegen. Wir gehen davon aus, dass man schon Flächen einsparen wird, aber eben nicht 30%, nicht 20%, sondern wir sagen Einsparungen in Höhe von 8-12% der Bürofläche gegenüber dem heutigen oder Vor-Corona-Bedarf sehen wir als realistisch. Und eine Frage stellt sich mir auch noch. Wenn ich mehr von zu Hause arbeite, dann brauche ich doch eigentlich auch mehr Platz zu Hause. Hier gibt es eine ganz interessante Studie der Deutschen Bank Research, die solchen Fragen nachgeht. Sie heißt,
Arbeitswelt der Zukunft. Ist das Homeoffice wirklich das Ei der Kolumbus, das Kolumbus, wo eben auch mal Bürokosten, Wohnungskosten gegenübergestellt wird? Lasten die Unternehmen das Geld auf die Mitarbeiter, weil die ja dann die Fläche zu Hause praktisch zur Verfügung stellen? Sie ist im September 2020 erschienen, diese Studie, und auf jeden Fall sehr lesenswert. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte meinen Vortrag mit dem Thema beschließen, das aufgrund von Corona meiner Meinung nach leider etwas in den Hintergrund getreten ist, dem Klimawandel. Wir wissen alle, dass der Bau und die Nutzung von Immobilien einen wesentlichen Teil der CO2-Emissionen verursachen. Nicht umsonst hat sich neben den Begriffen der Fleisch- und Flugscham mittlerweile auch der Begriff der Betonscham durchgesetzt. Minimiert man den Flächenbedarf, verringert sich der CO2-Ausstoß. Jeder eingesparte Quadratmeter Wohnfläche senkt die CO2-Emission um rund 50 Kilogramm pro Jahr. Und hier auch ein schönes Ergebnis aus einer Studie der Leibniz-Universität. Wird der Pro-Kopf-Bedarf an Wohnraum um 1,6 Quadratmeter reduziert, gäbe es in Deutschland rein rechnerisch keinen Wohnungsmangel mehr. Gehen wir also verantwortlich, intelligent und kreativ mit unseren Flächen um. Das macht uns mehr Freude beim Arbeiten und beim Wohnen und schützt das Klima. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für Fragen stehe ich Ihnen jetzt gerne zur Verfügung. Das war wunderbar. Ich habe gerade den Modus auch jetzt umgestellt. Wir sind so jetzt, dass sich jeder quasi mit Fragen auch zuschalten könnte mit Ton und Bild. Das ist immer der kleine Button unter unserem Videobild, wo das Mikrofon und das Kamerasymbol ist. Ansonsten, es gab eine Frage, die schon beantwortet wurde, also aus der Teilnehmerschaft. Das war und zwar die Frage nach den Kennzahlen für Bildung und Lehre. Da war schon ein, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen hatten. Oh, hallo Herr Taub. Nee, das hatte ich nicht gesehen. Okay. Ich gehe mal gerade. Genau, da gab es nämlich einmal die Frage, gibt es ähnliche Kennzahlen für die Gebäude von dem Bereich Lehre und Forschung? Und da gab es sogar schon eine Antwort. Da wurde verwiesen auf die Hochschulinformationssysteme aus Hochschulen. Genau, die sogenannte HIS-Studie, HIS-Studie. Ist aber ehrlich gesagt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich kenne die Studie auch. Aber kann man sich auf jeden Fall mal durcharbeiten. Genau. Ja, gibt es sonst noch Fragen oder nicht? Einmal die Frage noch, Entschuldigung. Wie hieß die Studie gerade für Bürofläche und Büro zu Hause? Wie hieß, warten Sie kurz, Arbeitswelt der Zukunft, ist das Homeoffice wirklich das Ei des Kolumbus? Deutsche Bank Research vom September 2020. So, das waren jetzt alle Fragen aus dem Chat. Wenn es noch Fragen gibt, also gerne stellen. Und es ist immer schön, wenn man noch ein paar Teilnehmer sieht, so fühlt man sich nicht so ganz alleine. Ja. Also was mich ja noch mal interessiert hätte, wäre einfach Ihre Einschätzung, ob Sie wirklich glauben, dass wir Bürofläche einsparen wollen und ob Sie wirklich glauben, dass die Leute auf ihren eigenen Büroarbeitsplatz verzichten. Also das glaube ich nicht. Also gerade im öffentlichen Bereich werden die nicht darauf verzichten. Ja, sehe ich auch so. Also die werden alle ganz brav ihren Arbeitsplatz festhalten an Ort und Stelle, aber auch gerne ab und zu Hause arbeiten. Also das ist auch mal Einschätzung, wenn ich bei uns an der Hochschule gucke. Ich meine, da ist ja sowieso jetzt von den Professoren, die Büros stehen zu 80% derzeit leer, aber es würde
niemals einer im Traum nur auf die Idee kommen, sein Büro abzugeben. Oder es ist schon schlimm genug, dass man sich zu zweiten Büro teilen muss. Auch wenn man sich jetzt mal durch die Gebäude geht, die, mein, klar, jetzt mit in der Pandemie stehen die leer, aber auch in vorlesungsfreier Zeit, auch während dem Semester, wenn man das mal konsequent auswerten würde, das sind unglaubliche Zahlen, wo man denkt, ja, eigentlich totaler Schwachsinn, aber das ist einfach... Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber da kann man auch mal wieder sehen, wie andere Länder das anders machen. Wir haben sehr viel Kontakt zu Rotterdam und in Rotterdam sitzen die Professoren in einem Großraumbüro letztendlich und jeder hat seinen Schreibtisch und 3 laufende Meter für seine Ordner oder was noch hat und sonst nichts. Und alle Vierteljahre müssen sie den Platz wechseln. Und es funktioniert. Mhm. Hm. Also das würde in Deutschland, ich glaube, um Gottes Willen, also das würde überhaupt nicht funktionieren. Also das ist eben auch das Thema Anspruchshaltung. Ja. Ja, also ich glaube, vielleicht ist es wirklich auch eine Generationenfrage. Ich könnte mir vorstellen, ne, wenn allen bewusst ist, also auch gerade diese letzte Zahl, die ich jetzt genannt habe, wie viel CO2-Ausstoß man auch reduzieren kann, wirklich auch konsequent vorgerechnet wird, was jeder Quadratmeter Bürofläche jetzt an Kosten verursacht. Ich glaube, wenn es so über Jahre konsequent irgendwie vermittelt wird so diese ältere Generation, die halt schon immer diesen Anspruch hatte, rauswächst, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann auch dahin kommen. Aber ich glaube auch, dass das noch ziemlich lang dauert. Wir haben ja auch die Bestandsgebäude. Die können wir ja in der Fläche an sich erstmal von der Grundgröße nicht ändern. Wir können sie ja nur funktionaler nutzen. Genau. Ja. Ich hätte noch mal ein Feedback aus einem Industrieunternehmen, einem weltweit agierenden Industrieunternehmen. Und dort haben wir die Situation, dass die Kollegen jetzt schon bereit sind, auf ihre persönlichen Arbeitsplätze zu verzichten. Wir merken auch keinen Unterschied in einer Altersstruktur, also sei es junge oder ältere Kollegen, das ist kein Unterschied. Wir merken, dass man stark darauf Rücksicht nehmen muss, über welche Arbeitsplätze wir sprechen, also welchen Bedarf der Mitarbeiter tatsächlich hat. Also wenn ich jemanden habe, der nah an seinem Labor arbeiten muss, an der Entwicklung, dann ist es für ihn weitaus komplizierter, auf seinen Arbeitsplatz zu verzichten, als wenn ich rein in der Administration tätig bin oder nur Berichte an meinem Platz schreibe. Aber wir haben jetzt an unserem Standort circa 3.000 Büroarbeitsplätze alleine und da poppt ein Projekt nach dem anderen auf, was sich um Desk-Sharing rankt und dort die Effizienz erhöhen möchte fürs Unternehmen. Das hat natürlich sehr viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Wenn jetzt das Unternehmen wirklich auch zum Beispiel, wenn die Führung, die Unternehmensführung da vorangeht und sagt, pass mal auf, ich brauche ja auch nicht, ich bin immer unterwegs in irgendwelchen, naja, jetzt vielleicht mit Corona nicht mehr, aber ich gehe mit gutem Beispiel voran. Was können wir daraus machen? Was machen wir mit den Flächen, die wir gewinnen? Das ist super wichtig und toll, wenn es Ihr Unternehmen schafft. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Also man muss es top-down, muss es einmal die Information geben, dass die Mitarbeiter auch in die Richtung denken dürfen und sollen. Auf der anderen Seite muss man unserer Meinung nach die Kollegen operativ wirklich abholen. Also denen vermitteln, welchen Mehrwert es auch bringt und dort aktiv mit einbeziehen. Und da haben wir bis jetzt sehr gutes Feedback erhalten. Toll. Gut. Herr Schiewek, ich weiß gar nicht, wie wir weiterverfahren. Wenn es noch Fragen gibt, beantworte ich die gerne oder können wir auch gerne noch drüber reden? Genau. Ansonsten würde ich halt noch eine E-Mail mit den Unterlagen, wer es jetzt nicht runtergeladen hat, aus dem Eventboard im Nachgang raussenden. Und falls noch Gedanken kommen zu dem Thema, immer gerne auch an mich und Feedback zum ganzen Webinar sammle ich gerne. Das ist immer hilfreich sonst für zukünftige Webinare auch. Ansonsten wäre es von meiner Seite.
Ja. Eine Frage aus dem Industriebereich. Gibt es Standards zum Thema Flächenausnutzung? Also wie effizient ist eine Fläche speziell im Produktionsbereich ausgenutzt? Gibt es dort Normen oder Standards, die man verwenden kann? Wüsste ich jetzt konkret nichts. Was Sie vielleicht mal machen könnten, ist sich mit Herrn Michael Macchionini auseinanderzusetzen. Die Firma heißt Recotech. Der ist auch Mitglied hier bei der GEFMA. Der kann Ihnen da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Industriestandards ist tatsächlich gar nicht so mein Schwerpunkt. Da muss ich passen. Aber Recotech finden Sie auch als Quelle unten angegeben in meinem Vortrag. Und Herr Macchionini sagt Ihnen da, kann Ihnen da. Da er nichts weiß, dann würde ich sagen, gibt es da nichts. Okay, super, vielen Dank. Gerne. Super, dann würde ich mich mit dem Dankeschön auch anschließen. Vielen lieben Dank, Frau Zeitner, für das tolle Webinar. Und ja, wer also noch Fragen hat, immer gerne im Nachgang, sonst auf die E-Mail, die ich gleich rausschicken werde, eingehen. Und ja, vielen Dank für die Teilnahme. Also ja. Einen schönen Donnerstag allen noch. Ja, und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss, bis bald. Danke, ciao. Ciao.